Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Part The Evil Within. The Assignment. Ja, Leute, wir sind jetzt hier am Start und irgendwie ist der Gegner weg. Ich weiß nicht warum. Und, oh, Miezekätzchen, du bist auch noch am Start. Du meldest dich auch noch, ja, zum Part, ne? Gut, okay, dann gucken wir jetzt einfach mal. Jetzt bin ich echt gespannt. Ist der Gegner nochmal da oder warum war der Gegner da und wir haben gespeichert und der ist jetzt irgendwie despawned oder... Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Oh, was haben wir denn da? Da bewegt sich doch etwas. Okay, was war das jetzt für ein Bild? Habt ihr das erkannt? Ihr könnt ja auf Pause, auf Stopp drücken und zurück. Mal gucken, vielleicht erkennt ihr das. Ihr könnt mir das ja mal gerne in die Kommis schreiben. Auf jeden Fall, der Gegner ist weg. Das wundert mich jetzt gerade. Vielleicht kommt er ja jetzt von hinten oder so. Wer weiß das schon. Okay, jetzt sind wir hier. Ja, das muss ich wirklich loben an dem DLC. Man wird auch an etwas neuere Orte geworfen. Natürlich kommt man auch quasi nochmal an Orte zurück, wo man mehr oder weniger mal war. Und ja, da ist ein Gegner. Bist du vielleicht derjenige, der uns beobachtet hatte? Du öffnest die Türe auch irgendwie lieber per Fuß, per Tritt. Und die Tür, oh, wie von Geisterhand, Leute, sie hat sich geschlossen. Okay. Ja, gut, ich mag dieses Büro-Szenario mit Kidman sehr. Oh ja, ihr wisst warum, ne? Wegen Drucker und so. Nein, Spaß. Auf jeden Fall, ja, Leute, das hier ist Kunst, wisst ihr Bescheid. Sonst würde es hier nicht hängen. Und wir gucken uns das Ganze mal an, weil hier gibt es ein paar, ja, wie soll ich sagen, Rätsel. Beziehungsweise eins, glaube ich. Und dieses Rätsel, ja, das ist noch relativ einfach, es wird später schwieriger. Nee, nee, nee. Alles unordentlich. Wer hinterlässt so ein Büro? Ja, ich sehe es schon. Hier müssen wir nämlich... Ja, nichts falsch machen. Hier müssen wir nämlich ein Rätsel lösen. Definitiv. Das hatte irgendwas mit den Bildern, glaube ich, zu tun. Ich glaube, man musste... Ja, genau. Okay, die 17. Jetzt müssen wir mal gucken. Wo ist denn vielleicht noch was? Hier? Ich weiß nicht, ob das jetzt durch das Glas funktioniert, ob es beschichtet ist oder nicht. Ja, haben wir eine 10. Und hier haben wir eine 16, okay. Moment mal, die haben Farben, ne? Da müssen wir jetzt gleich mal gucken. Oh, hier gibt es eine kleine Küche. Oh ja, Hauptsache Mikrowelle, Leute. Hauptsache Mikrowelle. Das ist das Wichtigste überhaupt für 5-Minuten-Tarine oder wie der ganze Kram heißt. So, jetzt muss ich erst nochmal gucken. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Also wir haben eine 16, die ist blau, dann haben wir eine 10, die ist rot und ja, die 17, die ist gelb. Das Licht hier scheint irgendwie rot zu sein. Das ist, glaube ich, blau und das da unten gelb, oder? Ja, ich glaube schon. Jetzt muss ich erstmal überlegen. Also die 17 war gelb. Das habe ich mir jetzt noch, also schon merken können. So. Rot war, glaube ich, 10, ne? Ja, doch, das war die 10. Und blau war 16, genau. Und dann müssten wir es eigentlich haben. Halleluja. Oh ja. Brieffragment Nummer 2. Perfekt. Also, das ist noch relativ simpel. Später wird es extrem schwer, das kann ich euch sagen. Also, was heißt extrem schwer? Ich glaube, ich stelle mich einfach nur blöd an. Beziehungsweise selbst privat, da hatte ich dann keinen Bock mehr und wollte unbedingt weiterspielen und ihr kennt das. Ja, sollte ich mal nicht weiterkommen und ich schaffe das nicht, schreibt es einfach ruhig in die Kommis, die Lösung. Das würde mich freuen, weil dann kann ich mir das in Ruhe mal selber anschauen, wenn ich das privat nochmal spiele. Und dann kann ich dann auch die restlichen Erfolge freischalten und so weiter und so fort. Außerdem würde es anderen auch helfen, denke ich mir mal. Oh, wir haben hier eine Flasche. Oh, was haben wir denn noch hier? Ein Kontrollpunkt, okay. Oh, wir haben hier einen Gegner. Moment, die Flasche kann weg. Du siehst nicht gut aus, mein Freund. Was ist mit dir los? Bist du tot? Ja, der ist tot. Gott sei Dank. Oh, wir... Leute! Selbst in diesem DLC gibt es das hier. Oh ja. Gib her. Gib mir einen Gehirn-Energy. Oh ja, ich will immer mehr. Gib mehr. Oh ja. Oh ja, komm schon. Was? Nur 3 Stück? Insgesamt haben wir 4. Ich hätte jetzt eher damit gerechnet, dass die explodiert oder so, weil man schon so viel daraus genommen hat, aber okay.
Oh, was haben wir denn hier? Einen Durchgang. Wohin führt der denn? Oh ja, Leute, habt ihr diese Perspektive gesehen? Sie war... Das war es doch schon wert, hier reinzugehen, oder? Okay, dann gucken wir mal. Ach, ja. Ja, ich erinnere mich. Hier gab es eine Schnecke. Wie soll ich sagen? Diese Schnecke, die muss man anleuchten mit der Taschenlampe. Und dann kommen so kleine Herzchen. Ich habe das eben... Ich bin mal kurz durchgelaufen. Ich hatte das Rätsel jetzt nicht gelöst. Also nicht direkt. Ich wollte nochmal überprüfen, wie heißt es hier mit diesem Gegner, ob der gespawnt wird oder nicht. Weil es hat mich gewundert. Ich dachte, das ist ein Spielfehler. Und ich dachte so, nee, ich möchte aber nicht, dass es dann zu einfach ist. Bin dann hier reingelaufen. Hab dann den Safe gesehen. Bin mal kurz zum Safe gegangen. Und hab dann, glaube ich, ein Bild war das. Habe ich dann irgendwie so angeleuchtet. Und da war mir schon klar, okay, daran erinnerst du dich noch. Dann bin ich hier so runtergelaufen. Und dann dachte ich so, wo ist denn dieser Gegner hin? Dann habe ich hier das gesehen, bin kurz rein und habe es angeleuchtet. Und dann habe ich es eingesammelt und dachte, ja gut, das kann ich euch ja sowieso nochmal zeigen. Weil, ja, das wird nicht gespeichert. Aber das wird gespeichert, das wusste ich nicht. Es wurde automatisch gespeichert, aber okay. Gut, da können wir jetzt nichts dran ändern. Ich denke mir mal, wir werden noch eine finden, beziehungsweise ich habe euch ja jetzt gesagt, dass es dort eine gibt. Dann gucken wir jetzt einfach mal. Der Gegner guckt schon die ganze Zeit so nach dem Motto, ja... Los, öffne die Tür. Ich muss jetzt allerdings erstmal gucken. Man hört hier schon mal das Telefon. Und da hinten sieht man einen Gegner. Ich weiß jetzt allerdings nicht... Oh, das war knapp. Wir müssen aufpassen, weil hier gibt es noch ein paar Gegner, die liegen auf dem Boden. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass diese Gegner nicht auch aufstehen können. Nicht umsonst gibt es hier die Flaschen. Beziehungsweise können wir nochmal zurück und ein paar Flaschen holen. Alter. Der Gegner läuft hier auch überall herum. Ihr wisst ja, wir können die ja nicht töten, ne? Das ist ja das Problem. Beziehungsweise wir können auf die draufschlagen, aber bis wir sie getötet haben, haben sie uns eher getötet. Jetzt muss ich allerdings erstmal gucken. Ich glaube, der zieht seine Runden, aber ich glaube nicht dieselben, sondern er macht das ein bisschen, ja, dramatischer. Wo haben wir den denn? Okay, das ist der andere, das wusste ich, aber... Wo ist denn Mr. Ich, scheiß auf die Regeln? Wo ist der? Ja, ich weiß, Leute. Benutzt doch die Flasche, dann hauen die alle in dieselbe Richtung ab. So, Leute, wir machen das jetzt irgendwie so, dass sie irgendwie nach da abhauen müssen. Okay, wie es aussieht, gehen die da jetzt alle hin? Wenn ich Glück habe, hören die mich jetzt nicht. Was habe ich da gerade gemacht? Beziehungsweise, was haben die mir da gerade gezeigt? Ich habe aus Versehen A gedrückt, Leute. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur hier rein. Aber okay. Ich glaube, das sollte uns nur... Ach ja, ich weiß wieder. Ah, jetzt. Das war einfach so eine Widerspiegelung. Das soll bedeuten, schau dir das genau an, denn... Diese Tür kannst du verschließen und die Gegner sollen hier reinlaufen. Und hier drin ist, glaube ich, ein Telefon. Man hört schon, sie hat ein bisschen Angst. Das bedeutet, es ist ein Gegner in der Nähe. Jetzt ist nur die Frage, wenn ich jetzt rausgehe, wird er jetzt direkt im Gang stehen? Weil wenn er dann im Gang so perfekt steht, dass er uns sieht, dann habe ich die Arschkarte. Okay, sollen wir raus oder nicht? Okay, wir gehen raus. Okay, wie es aussieht, gibt es hier sonst nichts? Ah doch, wir haben etwas aufgehoben gehabt, oder nicht? Moment mal. Ach, das ist das Handy, jetzt verstehe ich. Ah, okay. Das sollte uns zeigen, das kann man piepen lassen. So, da wir jetzt keine Flasche mehr haben und wir jetzt umsonst quasi hier reingelaufen sind... Das ist schon ein bisschen assi. Wie wir das jetzt angehen, weiß ich noch nicht genau. Also der eine, der muss da auf jeden Fall weg. Beziehungsweise der andere irgendwie auch. So, ich hoffe mal, dass die mich jetzt nicht sehen. Ja, ich weiß, ich könnte jetzt B drücken und so. Dann sieht er uns garantiert nicht. Aber das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich
Finde es besser, wenn wir in Bewegung bleiben. Okay. Die sind also beide dort. Wie soll ich das denn verdammt nochmal regeln? So, der muss jetzt erstmal ein bisschen weiter weggehen. Genau, die gehen aufeinander zu. Das ist sehr gut. Wo habe ich denn die andere Flasche nochmal? Ah, die Tür bleibt auf. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, wir können uns kurz eine Flasche gönnen, sagen wir es mal so. Was? Der ist jetzt schon wieder da? War das so schnell? Also war der so schnell, meine ich. Okay. Ja, jetzt muss ich nur noch gucken, wo ist das Telefon? Ach, das ist da vorne rechts. Seht ihr das, wo es blinkt? Da müssen wir also hin. Okay. Das heißt also, ich muss schon wieder so schmeißen, dass die dort hinten in die Ecke gehen. Das heißt, ich war gar nicht mal so verkehrt, wo ich eben stand. Nur das Blöde ist jetzt gerade, ihre Rollenverteilung, wie die sich gerade bewegen, ist gerade ein bisschen unpassend. Aber ich denke, wir kriegen das hin. So. Ja, ich hab's euch ja gesagt. Hier wird ein bisschen mehr gestealtht und man hat nicht wirklich die Möglichkeit, großartig was zu reißen. So, wenn wir Glück haben, gehen die da jetzt alle schön hin. Verdammt! Oh nein, Laborschlüsselkarte. Diese Schlüsselkarte gewährt Zutritt zu einem weiteren Teil der Einrichtung. Das ist sehr schön, aber ich muss hier leider weg. Ich muss hier sowas von weg. Oh nein. Nein! Nein, ist das dein Ernst? Warum hast du denn gar keine Kraft mehr zum Laufen? Komm schnell rein da. Holy shit. Alter Schwede. Soweit ich weiß, können die hier nicht rein. Boah, das war ja sowas von mies. Ich dachte echt, das wäre das Telefon. Dann war ich total falsch. Und warum hat er mich überhaupt gesehen? Oh, 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 da ist er. Ja, es wird gerade vermittelt, wir können hier nicht durch. Ist das dein Ernst? Könnt ihr jetzt hier reinkommen? Warum duckt ihr euch so blöd? Ach, da ist die eine Person mit den Augen, die leuchten. Ich glaube, das war wirklich die Person, die wir gesucht haben. Also war das die Person? Und die ist dann quasi durch diesen Lüftungsschacht oder so gegangen. Merkwürdig. Es regt mich gerade auf, dass wir jetzt so viel Zeit daran verplempern, dass ich gejagt worden bin. Wir können ja jetzt gerade nichts daran ändern. Ich gucke jetzt erstmal. Okay, sie gehen zurück. Aber zum Glück gibt es hier diese Situation zum Abhauen. Wir hätten natürlich auch den oberen Weg gehen können, aber dann würde es länger dauern, bis sie wieder weggegangen sind. Okay, sie gehen jetzt gerne zu zweit dahin. Erneut probieren. Wo war denn nochmal das Telefon? Nein, ich will jetzt eine Flasche aufheben. Wo war denn das gottverdammte Telefon? Also oben war es nicht. Es war auf jeden Fall hier unten irgendwo, aber ich weiß echt nicht wo. Vielleicht habe ich ja die Struktur jetzt gerade ein bisschen verändert. Wo könnte denn das Telefon sein? Ach, da vorne, es ist am Blinken, jetzt sehe ich's. Komm schon, der eine muss jetzt abhauen. Ja, komm, perfekt. Perfekt, Leute. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Perfekt, Leute. Perfekt. Einen haben wir. Einen haben wir. Nein, nein. Tu das nicht, Kidman. Tu das nicht. Du willst das nicht. Oh, Gott sei Dank. Okay, der eine ist jetzt schon mal, eingesperrt. Verstecken wir uns jetzt mal so, dass er uns nicht direkt sieht. Ich dachte, beide gehen da rein. Aber scheinbar geht da nur der Ober-Zombie-Typ da rein. Okay. Ich sag's euch, das müssen wir öfter so machen, weil wir keine Waffen haben. Deswegen dauert das auch was länger und wir halten uns öfter an einer Stelle auf. Später wird's noch krasser, ich kann's euch versprechen. So, wie es aussieht, ist der Heini uns nicht gefolgt, weil er uns aus den Augen verloren hat. Ich hoffe mal nicht, dass er nach oben gegangen ist, weil das wäre jetzt wirklich totaler Bullshit. Also wir haben die Laborkarte, das heißt, wir könnten jetzt... Moment mal, damit konnten wir doch die Tür erst schließen, ne, diese eine. Ich glaube ja. Da der eine Zombie rastet aus, der versucht die ganze Zeit rauszukommen, aber er schafft es nicht. Jetzt haben wir nur noch den einen da vor uns. Und ja,
Der kann uns eigentlich nicht viel anhaben. Und der andere, der ist jetzt eigentlich Schnee von gestern. Okay. So. Ja, er zieht jetzt hier seine Runden. Genau, da muss man nämlich diese eine Tür noch öffnen. Ich muss jetzt echt mal gucken, wohin locke ich diesen Typen. So, dass man nichts mehr von ihm sieht, hört oder wie auch immer. Ich denke mir mal so. Ich hoffe nur, dass er jetzt nicht in diese Richtung läuft, weil das kann manchmal gut aus oder durchaus passieren. Oh yeah, Leute. Wir haben es geschafft. Nix wie weg hier. Schnell, 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 schnell. Oh. Für Notfall kann man sich noch im Spind verstecken, aber das muss jetzt nicht unbedingt sein. Korrekt, wir haben es ja doch noch geschafft. Ah, hier dieser Gang, der sieht schon ein bisschen interessanter aus, anstatt immer dieses selbe zu sehen. Okay. Holy shit, das hat ja ganz gut funktioniert. Dafür, dass ich mich eben ein bisschen dumm angestellt habe. Und wir haben schon wieder einen Kontrollpunkt. Wer hätte das gedacht? Ach, da unten. Ja, da ist dieses Rätsel mit dem Licht. Daran erinnere ich mich auch noch. Also so halbwegs. Ich frage mich allerdings, was ist hier? Da läuft irgendwas runter oder beziehungsweise... Ich denke mir mal, wenn die Rohre oder so dann halt kaputt gehen oder die Röhren, dass dann da das Wasser oder was auch immer ablaufen kann. Ja, ich weiß. Das gehört nicht in diesen Part. Wir sind eine von ihnen oder von denen. So, ihr seht es, hier wird es vorgemacht. Man muss quasi das Licht so exakt draufhalten, beziehungsweise man braucht, glaube ich, etwas. Oder muss man das da wegnehmen? Nee, muss man nicht. Dass es das quasi ergibt. Das heißt, wir müssen quasi den Rest, der da fehlt, den müssen wir da draufhalten. Und zwar, Moment, irgendwie so war das. Ich muss selber nochmal gucken. Da, genau. Da war's doch. Habt ihr gesehen? So einfach. Also ich brauchte, wo ich es zum ersten Mal gemacht habe, schon ein bisschen länger, weil ich konnte mich nicht ganz daran erinnern, wie das Symbol aussieht. Ich weiß, es wird hier vorgegeben, aber trotzdem. Gut, dann machen wir mal weiter. Oh ja. Kaum war es wieder ein bisschen heller, jetzt wird es wieder was düster. Und, ich frage mich, wann diese einen Gegner kommen. Diese speziellen Gegner. Ich glaube, die kamen im Hauptspiel nicht. Die kommen nur mit Kidman. Und das sind schon krasse Gegner. Weil auf die will man nicht treffen. Sie sind vergleichbar mit den Licker. Oder Lickern. Oh ja, die Leckerschlecker. Ich glaube sogar, es gab hier die unsichtbaren Gegner. Oder? Ich höre irgendein Geräusch. Die Luft hier ist drückend. Oh ja, die Luft ist drückend. Aber warum ist sie drückend? Gucken uns hier ein bisschen um. Falls wir doch mal eine Schnecke finden sollten. Ich frage mich allerdings, ob die vielleicht auch hier oben an den Decken hängen könnten. Das wäre schon ein bisschen fies. Und wenn ja, dann frage ich mich echt wo. Nee, ich glaube eher nicht. Vor allem jetzt nicht, weil wir so gesehen eine eben gefunden haben. Okay, ihr wisst, was das bedeutet. Wir müssen unsere Lampe draufhalten. Oh ja, was haben wir hier Feines? Nach Monaten der Geheimniskrämerei und Indoktrinierung haben sie mich endlich an Bord geholt. Dieser Ort ist ausgesprochen komplex. Trotz des modernen Anscheins basiert die Forschung hier auf über 100 Jahre alten Erkenntnissen. Der Ort ist geschichtsträchtig. Und wie ich's verstanden habe, ist diese Einrichtung nur eine von vielen. Institutionen, mächtige Familien, sie scheinen viel Einfluss zu haben. Entsprechend groß sind hier auch die Möglichkeiten für mich. Meine Methoden in Beacon haben offenbar ihr Interesse geweckt. Und ich bin sehr dankbar für diese Gelegenheit. Das meiste, woran die Forscher hier gearbeitet haben, erscheint nach heutigen Maßstäben aber archaisch. Immerhin, sie meinten, Geld spiele keine Rolle. Für sie zählten nur Ergebnisse. Meine Aufgaben hier und in der Anstalt bekomme ich unter einen Hut, aber Ruben...
Sie sind zwar noch recht unbedeutend, aber für sein Alter sind seine Untersuchungen bemerkenswert. Vielleicht hilft er mir hier irgendwann bei meiner Arbeit. Ja. Oh. Das ist keine Verhandlung, Dr. Jimenez. Wir sollen eine Lösung finden, daher auch diese Einrichtung. Ich verstehe das. Und ich weiß Ihre Geduld sehr zu schätzen. Unsere Geduld hat Grenzen und die sind fast erreicht. Wenn Sie uns nicht mehr weiterhelfen können, müssen wir jemanden finden, der es kann. Überstürzen wir nichts. Ich habe Tests mit unserer optischen Diagnose gemacht. Und ich muss Ihnen etwas zeigen. Bitte, kommen Sie. Der Projektor ist nebenan. So, man merkt, dieser Typ, der kein Gesicht hat, der unser Boss so gesehen ist, für den wir quasi arbeiten, der hat etwas mit diesem verrückten Professor zu tun, mit dem Doc. Ja, wer hätte das denn gedacht, ne? Oh ja, das alles ist zusammen miteinander verknüpft und verstrickt. Und ja, dieser Raum, der ist schon ein bisschen creepy, weil ich glaube, ich habe so eine Vermutung, aber wir werden jetzt sehen, was jetzt passiert. Ich mag solche Räume nicht. Garantiert nicht, Leute. Ich kann euch auch später noch sagen, warum. Man hört hier so ein merkwürdiges Geräusch, aber... Woher kommt dieses Geräusch? Kapuzenmann? Kapuzenmann weg? Das ist gar nicht gut, Leute. Was bedeutet das? Wird er uns jetzt jagen? Ich dachte, ich habe Ruhe vor dem. Kam der Kapuzenmann auch mit Kidman? Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Okay, wir gucken einfach mal. Ich höre schon wieder so ein Rauschen. Das erinnert mich voll an Silent Hill. An das Radio. Okay. Ach, da vorne. Da müssen wir das Licht wieder drauf halten. Aber gibt es hier noch irgendetwas anderes? Nee, okay. Ich glaube, wir hatten bisher keinen Erfolg, weil wir nur Bilder und Audioreize verwenden. Alles nur passive Einflüsse. Selbst bei meinen geistig beschränkten Patienten funktioniert diese Methode nicht. Wenn wir unser Ziel erreichen wollen, müssen wir neue Wege gehen. Wir brauchen direkten Zugang. Und was schlagen Sie vor? Es ist, nun ja, wie soll ich sagen, eine Art Hobbyprojekt. Ein mechanochemischer Vorgang. Mit ihm sollten wir direkten Einfluss auf die Person haben. Vielleicht sogar Zugang zu seinem Unterbewusstsein. Ich habe die Daten nebenan. Ich zeige sie Ihnen. Das Video. Das haben Sie mir gezeigt, als ich hier ankam. Kann ich das jetzt ausschalten? Nee, oder? Muss ich es mir weiter reinziehen? Oh, es ist so wunderschön. Okay, wie es aussieht, müssen wir jetzt zurück. Da wird jetzt bestimmt irgendwas getriggert. Kapuzenmann, komm her! Das hätten wir beinahe verpasst. Ach ja, okay. Alter. Man hört es vielleicht schon. Man muss hier gewisse Sachen finden. Okay, das... Da vorne sitzt jemand. Okay. Das haben wir jetzt schon mal aktiviert. Ich meine, man musste alle aktivieren. Das ist schon ein bisschen krass, ne? Mit Kidman erkennt man quasi, wie alles begann oder wie alles angefangen hat. Mit welchen Experimenten und so weiter und so fort. Ich habe gedacht, ich habe jetzt was gehört, deswegen... Ab und zu muss ich dann ein bisschen ruhig sein. Sonst wird nämlich nachher eine Katastrophe passieren und da habe ich keine Lust drauf.
Oh ja, die ganzen Pläne und wir können sie nicht anquasseln, weil wir keine Ahnung haben, was es bedeutet. Da liegt einiges an Schrott und so auf dem Boden. Da kann man auch durch, glaube ich. Nee, konnte man nicht, oder? Nee. Aber da drüber zu laufen macht Lärm. Bedeutet in der Regel, ist nicht gut für uns. Oh, es war wieder ein Blinken, als wenn irgendwas passieren würde. Also ich finde, diese Szene hier hätten sie schon ein bisschen gruseliger gestalten können, oder? Ah, okay. Das ist quasi da, wo man dann quasi mit den Gefrierbeuteln beziehungsweise mit den Eiswürfeln drin sitzt. Ah, es ist unangenehm. Nee, da würde ich niemals gerne drin hocken wollen. Diese Forschungsdaten sind genau das, was wir gesucht haben. Ich nenne es STEM. Sicher werden Sie und Ihre Vorgesetzten sehr zufrieden damit sein. Sie sagten, das Design stamme von einem Ihrer Schüler. Was ist dann bitte Ihr Beitrag? Er ist eine labile Persönlichkeit. Es ist wohl besser, wenn ich weiterhin als Kontaktmann fungiere. Bringen Sie den Mann her. Wir werden sicher ein produktives Gespräch führen. Wie war noch gleich sein Name? Ruben. Ruben Victoriano. Man hört es schon, Leute. Es wird etwas kommen. Und zwar, ihr kennt es noch. Ich hoffe nur nicht, dass er jetzt hier reinkommt. Ich weiß nicht, wo wir uns verstecken sollen. Es ist definitiv unser Freund mit dem Licht. Deswegen habe ich das Licht gerade ausgemacht. Ach so, die Tür. Sie ist jetzt auf. Ich habe gerade voll Angst, da reinzugehen. Okay. Tun wir es einfach. Holy shit. Oh, da ist ein Stuhl. Aber es kann nichts Gutes bedeuten. Alter Schwede. Diese Tür bewegt sich. Was soll uns das sagen? Okay, die ist verschleiert. Da ist quasi was vor. Diese Tür kennen wir doch. Unsere Lieblingstür. Was können wir denn hier machen? Musste man da irgendetwas zwischenstecken? Ich glaube, die tötet uns oder so, wenn wir da versuchen durchzugehen. Aber wollen wir mal öffnen? Ja, ich weiß, ich muss halten. Ich wollte die ganze Zeit A dribbeln oder dribbeln, wie auch immer. Tippeln. Ja, dieser Part ist wieder ein bisschen storylastig gegen Ende hin. Ich würde den Part ja am liebsten jetzt schon beenden, aber ich will am liebsten auch speichern. Das ist gerade ein bisschen blöd. Ja, ich weiß, hier gibt es Kontrollpunkte und so. Benutzt auch die Kontrollpunkte. Nee, der Horrorjump hat darauf keine Lust. Das. Da war Leslie vorhin. Und jetzt die beiden. Wo wollen sie hin? Gute Frage. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, um zu speichern, beziehungsweise zu beenden. Speichern, ja, es hat ja gerade eben per Kontrollpunkt. Das können wir jetzt nicht aktivieren, der Nacktscanner funktioniert hier noch nicht. Das kann man sich ja denken, ne? Man muss ja erstmal den anderen Weg gehen. Gut, ich würde sagen, der Part ist wirklich lang genug. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert, was das Zeug hält. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Also dann haut rein in den Chat wieder ein, wenn es wieder heißt. Survival Horror Time mit Miss Hour Jumper. Auf Wiedersehen.